wie Don Bosco mit den Jugendlichen für die Jugendlichen. Eine Mannschaft zu bilden ist eine Entscheidung. Es gibt nicht mehr ich oder du, sondern wir. Dies ist das Geheimnis der Harmonie des Lebens und die Garantie des Erfolgs. Don Bosco hat eine Mannschaft ins Leben gerufen. Seine letzten Worte an seine Söhne waren: Seid einander wie Brüder wohlgesonnen. Liebt, helft und unterstützt einander wie Brüder. Die Hilfe Gottes und Mariens, der Helferin, wird euch nicht fehlen. Eine Mannschaft zu sein, bedeutet, ein klares Ziel vor Augen zu haben, das einer allein nie erreichen könnte. Eine Mannschaft, eine Familie, eine Gemeinschaft sind ein Geheimnis. Viele Schwächen können hier zu Stärke werden. Aber die Meisterschaft beginnt jedes Jahr von Neuem. Jedes Jahr wird das Herz neu geweckt. Darum pflegte Don Bosco in jedem Jahr neu das Herz der Seinen durch das Geschenk des Jahresleitgedanken aufzuwecken. Das Feuer wurde neu angefacht und die Leidenschaft für den Ruf Gottes klang in der Tiefe eines jeden Salesianers wieder. Und wenn die Gesellschaft wässrig und trügerisch war, stellte Don Bosco ein Floss vor Augen. Als alle auf dem Boot waren, erzählte er, übernahm der Kapitän das Kommando und sagte den Jugendlichen: Maria ist der Meeresstern. Sie verlässt niemals die, die auf sie vertrauen. Stellen wir uns alle unter ihren Mantel. Sie errettet uns aus allen Gefahren und führt uns zum sicheren Hafen. Und noch einmal hören wir die Stimme unseres Kapitäns, die auch heute klar und stark erklingt. Con i giovani, fratelli e sorelle della nostra famiglia salesiana. Denn unser Charisma, Fleisch werden zu lassen, bedeutet bei den Jugendlichen sein. Mitten unter ihnen sein, und zwar täglich, ihre Lebenswert kennen und lieben, ihren Sinn für Gott wecken, sie anregen, dass sie selbst Subjekte ihres Lebens sind, dass sie hohe Ziele anstreben und dass sie ihr Leben an Jesus Christus ausrichten. Con i giovani, cari fratelli e sorelle della nostra famiglia salesiana. Denn wie für Don Bosco besteht auch für uns die unser Herz erfüllende Berufung in der pastoralen Vorliebe für die Jugendlichen, in der Leidenschaft, mit all unseren Energien, mit all unserer Kraft und mit unserem ganzen Atem ihr Wohl zu suchen. Quando Papa Francesco parla di andare alla periferia, parla a noi e a tutta la Chiesa in modo vivo e diretto. Er bittet uns, bei den Jugendlichen am Rande zu sein, jenen, die von allem weit weg sind, die ausgeschlossen und chancenlos sind. Die Peripherie ist für uns als Don Bosco-Familie typisch, denn sie ist ein Teil unserer Erbanlagen. Was war Valdocco anders als das Randgebiet Turins? Und was war Mornese, wenn nicht ein ländliches Randgebiet? Sono i giovani. Le giovani, specialmente quelli più bisognosi, quelli che ci salveranno. Sie werden uns helfen, aus unserer Routine, aus unserer Trägheit und aus unseren Ängsten, Sorgen und Sicherheiten herauszutreten, um das Herz und den Geist zu öffnen für das, wozu der Heilige Geist uns ruft. Wenn wir im Jubiläumsjahr seiner Geburt von Don Bosco sprechen, müssen wir als salesianische Familie auch von Mama Margareta sprechen. Sie hat uns den Don Bosco geschenkt, den wir kennen. Und sie hat die Stille Beckis verlassen, um für die Jungen von Valdocco da zu sein. Il bicentenario della nascita di Don Bosco è per la nostra famiglia una festa. Er ist aber auch eine Gelegenheit, glaubwürdigere Salesianer in der Welt zu sein und wirklich zu den Bedürftigsten zu gehen, wie Don Bosco es heute getan hätte. Diese Stimme ist ein Geschenk. Wir können sie wie eine Muschel vor unseren Füßen finden. Es ist eine kleine Muschel,
aber wenn man sie ans Ohr hält, kannst du den Ozean hören und die Liebe, den Mut und die Begeisterung eines Herzens, das so grenzenlos ist wie der Meeresstrand.